Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute möchte ich euch gerne meine persönlichen Top 10 Spiele für die Xbox One für das Jahr 2018 vorstellen. Ich habe hier noch meine persönliche Top-Liste und ihr wisst ja, ich habe die Xbox One noch nicht so lange, erst seit Februar 2018 oder März 2018. Deswegen sind auch viele ältere Titel dabei, aber die haben mir gut gefallen und ich werde euch da was zu erzählen. Wenn euch ein Spiel interessieren sollte, ich werde zu jedem Spiel einen Trailer und eine Videobeschreibung verlinken und auch immer dazu schreiben, für welches System die Spiele noch erschienen sind, falls ihr keine Xbox One habt. Nur den PC lasse ich mal außen vor, weil ja die Xbox One mit, gerade bei den Exklusivtiteln, kompatibel zum PC ist. Deswegen lasse ich PC weg und werde immer nur sagen, für Konsolen das Spiel erschienen ist. Und das Ganze habe ich auch schon für die PlayStation 4 gemacht. Falls euch das Video interessieren sollte, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, fangen wir an mit meinem Platz Nummer 10. Das ist Super Lucky's Tale. Das habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, für 28 oder 25 Euro gekauft. Und ist ein Plattformer. Ein schickes kleines Jump'n'Run. Nicht perfekt, es gibt manchmal Kameraprobleme. Die Grafik ist nett, jetzt nichts Besonderes, aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß mit Lucky. Man wird halt in diese Welt gezogen und in diesem Buch und muss halt die Welt bestehen. Und dann, am Ende jeder Welt muss man dann durch ein Tor gehen und den Boss besiegen. Und hier und da hat mich das ein bisschen aufgeregt, weil die Kamera nicht immer so wollte. Aber im Ganzen ist es ein nettes Spiel. Es macht Spaß, die Welten auf 100% zu machen. Man kann Kostüme freischalten. Zum Beispiel so eine Lederhose oder ich glaube, eine Cop-Uniform war es gewesen. Fand ich ganz nett, hat sehr viel Charme. Der Fuchs ist ja auch sehr süß. Hab's noch nicht komplett durch. Ich möchte, wie gesagt, die ganzen Welten auf 100 machen, aber zwischendurch spiele ich das immer und kann ich euch empfehlen. Das bekommt man jetzt übrigens zwischen 5 und 15 Euro neu. Bei Saturn, je nachdem, müsst ihr mal die Augen offen halten. Habe ich schon öfters Leute gesehen, die sich das hier 15 oder 15 Euro gekauft haben. Das ist ein nettes Spiel, kann man sich ruhig für seine Xbox One holen. Das nächste Spiel ist auch wieder ein Exklusivtitel, ein Rennspiel, und zwar Forza Motorsport 7. Was mich ja positiv überrascht hat, ich habe Forza 6 nicht gespielt, 5 nicht. Ich glaube, mein letztes Forza war 4 auf der Xbox 360. Das fand ich ja schon richtig cool. Und das sieht nochmal viel, viel schicker aus. Es hat eine geile animierte Boxencrew. Es macht Spaß. Gran Turismo Sport hat mich ja letztes Jahr enttäuscht, weil das ja so viel mit Updates. Ich meine, es ist positiv, Updates zu kriegen, aber man konnte vorher erst nicht die ganzen Autos speichern, die man offline erspielt hat. Da muss dann immer online sein. Ich bin zwar immer online, aber ich mag sowas überhaupt nicht. Es ist halt mehr auf online ausgelegt. Und das hier ist ein richtiges normales Forza. Sieht super aus und gefällt mir richtig gut. Habe ich leider auch noch nicht so viel gespielt. Das liegt hier dran. Da musste mal ein Update gemacht werden. Und ich hatte da keinen Bock drauf, 30, 40 Minuten zu warten. Und dann habe ich es nicht weitergespielt. Aber so ein paar Rennen habe ich gemacht. Und was ich da gesehen habe, gefällt mir. Kann ich Rennspielfans nur empfehlen. Wie gesagt, exklusiv auf der Xbox One. Das nächste Spiel ist kein Exklusivtitel. Den gibt es auch für die PlayStation 4. Und zwar Far Cry 5. Den spiele ich im Moment auch wieder. Habe ich noch nicht durch. Weil jetzt vor einiger Zeit New Dawn, der Nachfolger, erschienen ist, der spielt ja in dieser Welt. Und bevor ich den kaufe, möchte ich halt diesen Titel durchhaben, weil das ja auch viel verbunden wird mit der Geschichte, ein bisschen viel auflöst aus diesem Teil hier. Ich spiele in derselben Welt. Der Teil macht mir Spaß, finde ich viel besser als Primal, aber nicht besser als Far Cry 3. Far Cry 4 hat mir ja auch schon gut gefallen, aber fand ich auch jetzt nicht besser als Far Cry 3. Und der Bösewicht, den finde ich noch profilloser als den aus Teil 4, diesen Asiaten, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich fand die ja von der Figur cool, wo ich mir die Collector Edition geholt habe, aber so viel Charme, also was heißt Charme, Profil hat der nicht. Aber das Spiel selbst macht mir Spaß. Drogenplantagen zu zerstören oder seine Kollegen rufen mit dem Flugzeug oder mit Scharfschüssen, dass sie dir helfen vom Weiten. Das macht richtig Spaß und kann ich euch empfehlen. Gibt es auch für die PlayStation 4. Das nächste Spiel ist wiederum ein Exklusivtitel. War, glaube ich, auch ein Starttitel damals bei der Xbox One. Und den finden viele nicht gut, weil er damals erst exklusiv für Kinect entwickelt wurde. Wurde ja dann geändert. Und so wie es ist, gefällt es mir aber persönlich richtig gut. Rise, Son of the Rome, habe ich gerne durchgespielt. Hat mir viel Spaß gemacht, gerade weil ich dieses Setting auch gerne mag. Ich fand ja auch damals Shadow of Rome auf der PS2 cool. Und das geht in dieselbe Richtung. Sieht natürlich noch viel schicker aus, aber es macht einfach nur Spaß. Es ist zwar, wenn man so sieht, gibt es nur drei Tasten oder vier: Blocken, Angriff, Angriff und Spezialattacke. Aber auch wenn es immer dasselbe ist, es macht richtig Spaß, es sieht toll aus. Es hat eine gute Geschichte, Rache, Verrat. Man spielt, glaube ich, wie hieß er? Marius, Maximus, ich weiß nicht mehr den Namen genau. Auf jeden Fall diesen Held hier. Und es macht richtig viel Spaß. Und wenn man es durchgespielt an einen anderen Schwierigkeitsgrad nimmt, dann ist dieses Spiel noch viel, viel herausfordernder. Dann ist es praktisch wie ein Ninja-Game. Jeder normale Gegner kann dich töten. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe den normalen Modus nur durchgespielt und der hat mir aber gefallen. Und wenn ihr das mögt, kann ich euch das nur empfehlen. Bleibt da am Ball. Klar, man merkt hier und da, dass es für Kinect entwickelt wurde. Zum Beispiel, wenn man ein Regiment führt und mit Pfeilen beschossen wird, dann kann man auf den Knopf halt Schutz
Und dann kann man halt Speere werfen oder sowas. Da merkt man das, dass ich eigentlich für Kinect entwickelt wurde. Aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich hätte ja gern einen zweiten Teil, aber ich glaube, den werden wir nicht kriegen, weil Crytek in der Form gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob Microsoft die Rechte an Rise hat, aber wenn, wäre es cool, wenn sie einen zweiten Teil machen würden. So, nur halb viele Punkte verbessert, mit der Steuerung und sowas. Mehr, so in der Art vielleicht ein bisschen wie God of War, aber so finde ich es richtig cool und kann ich euch nur empfehlen. Das nächste Spiel gibt es leider bei uns nur digital. Und zwar Ori and the Blind Forest, die Definitive Edition. Ein Mix aus Plattformer und Metroidvania. Man spielt halt Ori. Es hat eine wunderschöne Geschichte, sieht toll aus, hat einen wunderschönen Soundtrack. Hier haben halt das Nomari Ori drauf. Und die Definitive Edition plus einen Soundtrack ist die US-Fassung. Aber wenn ihr das euch holen wollt, keine Sorge, es kann auf jeder deutschen und paar europäischen Xbox One gespielt werden. Und es hat deutsche Untertitel. Habe ich leider noch nicht durch. Komme da an einer Stelle nicht weiter, die mich auch ein bisschen aufregt, weil das Spiel zieht am Mittel des Spiels richtig an vom Schwierigkeitsgrad. Aber im Ganzen ist es cool, und wenn man sich damit beschäftigt, bekommt er wirklich ein schönes, wunderschönes Spiel. Und es gibt ja auch bald einen zweiten Teil für die Xbox One. Der soll ja dieses Jahr erscheinen. Ich hoffe, dass er diesmal physisch bei uns erscheinen wird. Auf jeden Fall, Ori und the Blind Forest könnt ihr euch ohne Bedenken importieren. Ich habe mir mein Exemplar damals aus England bei Amazon bestellt, beim deutschen Amazon, beim englischen Händler. Guckt da mal, da findet ihr das so. Wenn ihr Glück habt, zwischen 20 und 30 €. So, jetzt machen wir kurz einen Cut und dann geht es gleich weiter. Kommen wir zurück zu Part 2. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich glaube, ich werde krank. Ich merke das schon den ganzen Tag über. Das nächste Spiel, Platz Nummer 5, da kommen wir in die Top 5, ist ein Exklusivtitel und zwar Quantum Break. Und mit dem Spiel hatte ich am Anfang Probleme mit dem Deckungssystem. Die langen, langen Filmszenen haben mich ein bisschen gestört. Aber wenn man alle Fähigkeiten hat und mit dem Deckungssystem klarkommt, bekommt ihr da echt ein spannendes, schönes Spiel. Es sieht wunderschön aus eigentlich, finde ich. Für die Xbox One-Verhältnisse sieht es wirklich top aus, muss man sagen. Gehört zu den schönsten Xbox One-Titeln. Macht eine Menge Spaß. Geht um die zwei Brüder. Der eine Kumpel, glaube ich, war es gewesen, hat ja dann Experiment gemacht und wird verraten, der Bruder. Und es hat viel mit Zeit zu tun und sowas. Das ist richtig cool. Vor allem, weil man jede Fähigkeit hat. Man kann super schnell sein oder man kann dann die Kugeln verlangsamen und dann um den Gegner gehen und von hinten im Rücken schießen. Also, ich fand das richtig cool und kann das nur empfehlen. Gibt es nur für die Xbox One, wie auch Ori. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Auf jeden Fall ein Exklusivtitel, der sehr zu empfehlen ist. Preislich bekommt ihr das neu so zwischen 20 und 18 €. Also, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und hier könnt ihr noch Alan Wake runterladen. Und mit allen DLCs als Digitalcode und ist ein tolles Spiel, Quantum Break. Zu empfehlen. Das nächste Spiel ist wieder ein Titel, das hat mir persönlich gut gefallen, mein Platz Nummer 4. Wo ich das immer gesehen habe, dachte ich mir, wenn ich eine Xbox One habe, hole ich mir das. Das hätte ich auch gerne als Collector Edition. Leider ist die mir zu teuer, weil die Figur mir gefällt. Und zwar Record, die Definitive Edition. Erstmal, wenn ihr euch das Spiel holt, ihr habt ja alle DLCs auf Disc, die es gibt. Und man spielt halt, wie hieß sie? Jodie hieß sie, glaube ich, ne? Die landet auf diesem Planeten oder war sie schon da? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und muss diese Welt erkunden, warum die so ist, wie sie ist. Man sucht halt noch Infos von seinem Vater. Es gibt ja immer so diese Botschaften, die man finden kann, wo der Vater redet. Und es macht einfach Spaß, die Welt zu erkunden. Es ist zwar nicht alles perfekt, zum Beispiel die Kamera nicht oder auch manche Abschnitte muss man echt überlegen, wo man hin muss, weil man da seinen Haken da setzen muss. Aber es ist echt ein tolles Spiel und mir gefällt es auch sehr gut. Es kommt noch ein bisschen Taktik rein. Manche Gegner, es gibt so drei Angriffe, gelb, rot, blau. Man kann nicht mit jeder Farbe jeden Gegner zerstören, aber es macht Spaß. Habe ich leider auch noch nicht durch, aber Quantum Break hatte ich durch, habe ich es nicht gesagt, wenn ja. Aber es will ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde es toll und man kann sich immer neue Freunde später zusammenbauen, die man einen begleiten, diese Helfer. Record kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Toller Exklusivtitel. So, ich mache ich das mal so. Kann man das machen? Ne, machen wir es wieder so. Mein Platz Nummer 3 ist ein Multiplattform-Titel. Auf den habe ich mich sehr gefreut, weil er wieder in einer Zeit spielt, die ich sehr aufregend finde. Damals schon auf Konsolen. Und zwar Call of Duty WW2. Hattet ihr bestimmt damals zum Release alle gekauft. Für mich ist der Call of Duty immer so eine Xbox-Marke gewesen. Ich spiele schon seit Xbox Classic auf Xbox-System. Und das ist wirklich ein bombastisches, geiles Call of Duty Spiel. Also klar, wieder alles super inszeniert, aber es hat mir mega gut gefallen. Grafik ist top, Geschichte ist top, Levels haben mir gefallen. Ein richtig geiles Call of Duty. Und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das neue Call of Duty so ein reines Online-Spiel ist. Aber das hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr eine gute Story wollt, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Ein tolles Call of Duty Spiel. Habe ich durchgespielt. Möchte es nochmal durchspielen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad noch. Und kann ich euch ohne Bedenken empfehlen. Das nächste Spiel ist auch ein
Ja, hammergeiles Spiel eigentlich, wo ich mehr Zeit verbracht habe, einfach am Fluss rumzulaufen bzw. zu reiten, die Natur zu genießen, den Wasserfall und Vögel zu beobachten. Und leider hat mir da auch wieder ein Update die Freude am Spiel kaputt gemacht. Und zwar spreche ich da von Platz Nummer 2, Red Dead Redemption 2. Ist so geil. Ich fand den ersten Teil schon geil. Den habe ich auch noch letztes Jahr auf der Xbox gespielt. Müsste ich mal weiterspielen. Ich habe ja nochmal angefangen. Ja, und das ist der zweite Teil, die Fortsetzung. Man fährt von anderen Charakter was. Und ich habe es leider noch nicht so wirklich weit in der Story gespielt. Aber was ich gesehen habe, sieht so schön aus. Ja, und ich reite da wie so ein Depp durch die Natur. Ich weiß nicht, ob das viele von euch kennen. Es gab eine Zeit, da kam ich echt immer so 8:30, 9 Uhr nach Hause. Hatte auch Bock auf Spielen, aber hatte nicht wirklich Bock auf Action oder so. Dann habe ich mir halt das Spiel genommen und bin dann nur rumgeritten, hab die Umgebung angeguckt und bin ein bisschen jagen gegangen. Und fand das einfach entspannend und bin halt an diesem Fluss rumgeritten und habe mir die Natur angeguckt. Und das Spiel sieht auf, ich habe eine Xbox One S, das müsst ihr wissen. Das sieht auch da wunderschön aus. Der ganze Wald, die Natur, die Berge und das sieht top aus. Und ja, ich reite da rum, gucke mir das an und bin total entspannt. Das finde ich, war einfach richtig cool. Ja, und dann wollte ich es mal spielen im Story-Modus weiter. Also den Story-Modus weiterspielen. Oder die Story weiterspielen. Ja, und dann kam ein Update. Ich weiß nicht, ob das der Online-Modus war oder so. Und viele, die eine Xbox One haben, wissen, das kann lange dauern. Ja, und da hatte ich keinen Bock drauf. Müsste ich mal machen, weil es ist echt ein tolles Spiel. Es lohnt sich bestimmt auch durchzuspielen. Was ich so mit der Story mitgekriegt habe, ist auch interessant. Was ich ein bisschen gesehen habe, ist interessant. Soundtrack ist toll. Ja, aber diese blöden Updates immer. Aber auf jeden Fall zu empfehlen gibt es auch für die PlayStation 4. Wie auch Call of Duty, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Machen wir es so, machen wir es so. Ja, und das nächste Spiel ist auch wieder ein Multiplattform-Titel. Gibt es auch auf der PlayStation 4 und hat mich, wow, einfach gepackt. War ein bisschen traurig, dass es so schnell durch war. Da am Anfang war noch nicht so spannend, wo man dieses Training machen muss. Aber ab dem Punkt, wo man auf dem Planeten landet, ist es richtig geil. Titanfall 2. Ich hatte nicht so viel Erwartungen in dem Spiel, weil Titanfall 1 war ja damals auch so ein Online-Game mit Online-Story. Habe ich einmal auf der Xbox 360 gespielt oder zweimal und habe es dann, das war mir einfach zu blöd, weiß ich. Ich mag das nicht, wenn ich die Story nur online verbinden bin und das dann nur online spielen kann. Ich mag sowas einfach nicht. Aber Teil 2 hat eine eigenständige Kampagne, die man offline spielen kann. Es hat auch einen Online-Modus, der geil ist. Wahrscheinlich, ich habe den Online-Modus nicht gespielt, aber ist ja von dem ehemaligen Call of Duty-Entwickler, wird schon geil sein. Aber der Story-Modus, der ist richtig geil. Man landet auf dem Planeten, man greift, ich glaube, das sind die Gegner aus dem ersten Teil an, greift die an und du bist ein normaler Soldat und derjenige, der diesen Titan steuert, der Pilot, der stirbt und dann müsst ihr den Titan übernehmen und dann baut sich so eine Bindung zwischen diesen Titan auf und dir und zwischendurch hast du zwei Antwortmöglichkeiten, wie du den Titan antworten kannst und dann baut sich so eine Persönlichkeit auf zu den Titan und auch die Freundschaft, das ist so wie eine Freundschaft, da gibt es geile Bossfights. Und das ist einfach geil. Nachher kommt noch so ein Feature. Da bist du in so einem Labor zum Beispiel. Da könnt ihr so eine Zeitspule machen. Also ihr seid dann in der Vergangenheit, dann ist alles ganz. Geht ihr wieder in die Gegenwart, ist wieder alles kaputt. Seid ihr in der Vergangenheit, kommen die Gegner. Seid ihr wieder in der Gegenwart, sind die Gegner weg. Das ist richtig geil gemacht. Und es ist ein tolles Spiel. Hat mich positiv überrascht. Ist ein geiles Spiel. Leider ein bisschen kurz, wie gesagt. Aber es bekommt ihr so günstig. Und ich kann jedem nur empfehlen, kauft euch Titanfall 2. Das ist ein hammergeiles Spiel. Ja, wie gesagt, diese Bossfight mit den Mecha da und hat mir super gut gefallen. War ein bisschen traurig, dass das Spiel zu schnell durch ist. Aber sollte EA und Respawn einen dritten Teil machen, bitte wieder mit einem geilen Story-Modus, der offline geht, weil das wäre Hammer. Also, ich fand Titanfall 2 einfach nur genial. Ist ja jetzt dieses Online-Game von diesen Entwicklern gekommen, Aspect oder wie das heißt, das hat ja auch was mit Titanfall zu tun, nur ohne Titan. Alles wieder nicht für mich. Das ist ja dieses Battle Royale-Dings, das interessiert mich nicht. Aber so Story-Modus spielen, geil. Ja, das war meine Top 10. Habt ihr da was von gespielt? Oder wie wären eure, sagen wir mal, Top 5 bei den Xbox One-Spielen? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich finde die Spiele ja eigentlich alle gut. Leider fehlt mir oft die Zeit oder wir machen Updates die Freude an diesen Spielen kaputt. Nichtsdestotrotz kann ich sie euch alle empfehlen. Und falls es euch ein Spiel interessieren sollte, wie gesagt, zu jedem Spiel ein Trailer und eine Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke für eure Zeit und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Gabatrons. Ciao!